Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn und wir sind hier gerade in irgendeinem Vault angekommen, der uns irgendwie reingelassen hat. Aber wer ist Elizabeth Sobeck? Ich würde mal sagen, die gute Aloy ist ein Klon von der guten. Das ist ein... Dr. Sobeck, Sie können 355.510 Tage zu spät zu Ihrem Treffen mit Mr. Farrow. Bitte in den 34. Stock. Wie bitte? 350.000? Das sind doch hunderte von Jahren. The fuck? Was ist hier los? Okay, ich hoffe, der Gute hat so lange auf mich gewartet. Bestimmt noch ein Skelett. Nein! Oh. Geschickt. Würde ich mal sagen. Gerade so gut geschafft. Verwirrend. Ja, hier sind viele Wege und wir gehen natürlich nicht den Weg, den wir eigentlich ursprünglich hätten gehen sollen, weil vielleicht finden wir hier noch so ein paar kleinere Kommentare oder so, Audio-Logs, die uns ein bisschen was über die düstere Vergangenheit dieser Welt erzählen. Aber ich sehe hier jetzt gerade nichts. Oder zumindest nichts, was für uns von Interesse ist, außer dem hier. Die Protokolle nutzen mehrfach verschränkte Wellenformen. Quantenverschlüsselung, Black Quartz, sicherer als beim Militär. Das wollten sie haben. Also haben wir das auch geliefert. Wer es programmiert hat, der kann es auch hacken. Wir brauchen nur eine Backdoor. Laden Sie das neueste Service Pack hoch und das Problem ist gelöst. Sie haben uns ausdrücklich untersagt, irgendwelche Backdoors im Code zu lassen. Jedes Protokoll auf Black Quartz Standard. Ihre Worte. Gut, wenn ich Prognosen schönen soll, ist das keine große Sache. Ich brauche keine frisierten Prognosen. Ich brauche einen Weg, die Kontrolle über den Harz-Timor-Schwarm zurückzubekommen. Was soll ich dazu sagen, Ted? Sie wollen das Unmögliche. Codes. Sie brauchten also irgendwelche Codes, um die Maschinen zu kontrollieren. Aber sie verloren die Kontrolle. Klingt übel. Ja. Das klingt in der Tat nicht gerade sehr angenehm. Aber es klingt auch so, als ob jemand ziemlich einen Bockmist gebaut hat. Also der CEO dieser Firma möchte ich nicht unbedingt sein. Okay. Hier geht's weiter. Scheinbar. Also man merkt, das wird wohl kein Virus gewesen sein, sondern anscheinend irgendwelche Roboter, die amok gelaufen sind. Wäre ja auch seltsam, wenn nicht. Einen wunderschönen guten Abend, Tommy. Der sich jetzt auch bei mir in den Livestream geschaltet hat. Freut mich. Wir sind hier, ja, irgendwo. Was haben wir hier? Okay. Ein paar kleinere Sachen. Das sieht mir eher aus wie so ein, wie so ein Serverraum, würde ich fast behaupten. Und wir haben wahrscheinlich für diesen Konzern hier, naja, was heißt wir? Diese Elizabeth hat vermutlich für diesen Konzern gearbeitet, der wohl mit diesen Robotern zu tun hat, die jetzt hier mies amok laufen. Todbringer. Oder zumindest eine Statue davon. Eine Maschine, die zum Töten gebaut wurde. Und sie haben sie verehrt? Willkommen bei Faro Automated Solutions, wo alle Probleme von morgen schon heute gelöst werden. Mit mehr als 25.000 menschlichen Angestellten in unseren Firmensitzen auf der ganzen Welt ist Faro globaler Marktführer in jedem Bereich der autarken, vollautomatisierten Technologie. Von revolutionären Verbrauchsgütern für jedermann, wie dem Faro Focus, bis zu den Chariot-Robotern zur Friedenssicherung, die in Konfliktgebieten weltweit für Ruhe sorgen. Faro setzt alles daran, dass die Zukunft sicherer wird, heller, besser. Und immer überraschend. Faro Automated Solutions.
Für jedes Problem im Leben die passende Lösung. Sie haben also den Fokus gebaut. 25.000 Menschen? Das ist größer als ein Stamm. Sie haben also Maschinen hergestellt und Geräte. Sowas war in Ihrer Welt wohl normal. Das klingt jetzt nicht gerade sehr beruhigend. So, Empfangsprotokoll. Was haben wir denn hier? 9:54 Uhr, Ankunft der Feldkommandanten des indomalaysischen Agrarkonzerns und seiner Delegation. Erfrischungen werden vor der Verkaufspräsentation der Chariot-Modelle um 10.15 Uhr gereicht. Okay, das ist... was passiert ist. Ich rief das Sicherheitspersonal und das Hauspersonal, um den verschütteten Kaffee wegzuwischen, wobei der eher geworfen wurde. Mir war nicht klar, dass der indomalaysische Konzern Kaffeebohnen anbaut und dass das Beschaffungsteam von Fresh Grounds wiederholt und mit Gewalt versucht hat, ihre Felder einzunehmen. Ich glaube, Kommandant Dying und, hat Agnew ein paar Haare ausgerissen. Wer plant diese Termine? Ich werde die Verkaufsabteilung informieren. So etwas darf nicht nochmal passieren. Ja, okay. Ich würde mal sagen, da hat jemand die interkulturelle Basis nicht so ganz verstanden, als er versucht hat, Kaffee zu kochen. Woher kommt dieser Kaffee? Dieser Kaffee kommt aus einem Ausbeuterland. Was war das hier? Was wurde hier gemacht? Das war ein Unternehmen. Eine Gruppe von Leuten so ähnlich wie ein Stamm. Und sie bauten Maschinen. Ja, weiter. Ich habe ein paar Dateien auf deinen Fokus geladen. Sie werden dir helfen, alles zu verstehen. Okay, das ist jetzt viel Geschichte. Biografie Elizabeth Sobeck. Elizabeth Sobeck, geboren am 11. März 2020. Hey, herzlichen Glückwunsch, du bist 2 Tage alt. Ist eine amerikanische Wissenschaftlerin, Robotertechnikerin und Ingenieurin, die allgemein als einer der klügsten Köpfe des 21. Jahrhunderts gesehen wird. Geboren und aufgewachsen in der Nähe von Carson City, Nevada, schrieb sie im Alter von 13 Jahren an der Stanford University ein und erreichte bereits mit 16 den Bachelorabschluss in experimentaler Physik und Computerwissenschaften. Nicht schlecht, meine Dame. Den Doktorgrad erlangte sie im Jahr 2040 an der Carnegie Mellon Universität in den Bereichen Robotik und KI-Design. Im selben Jahr fing sie als Nachwuchswissenschaftlerin bei Faro Automated Solutions an, wo sie innerhalb von 2 Jahren im Alter von 22 zur leitenden Wissenschaftlerin aufstieg. In den nächsten 8 Jahren spielten ihre grünen Robotermodelle eine entscheidende Rolle bei den Umweltsanierungen und Entgiftungsbemühungen der Rückforderung und machten FAS zum führenden Unternehmen in den Bereich. Im Jahr 2048 trat sie überraschend von ihrem Posten bei FAS zurück und protestierte damit gegen die Neuausrichtung des Unternehmens auf automatisierte Militärtechnologien. 2049 gründete sie Miriam Technologies, ein Unternehmen, das sich auf lebensbejahende Robotertechnik und andere Technologien konzentrierte. Miriam hat seitdem zu einer der weltgrößten Lieferanten umweltfreundlicher Roboter entwickelt und zahlreiche Preise und Auszeichnungen gewonnen, darunter den Nobelpreis für Physik im Jahr 2053 und den Rachel Carson Award für ökologischen Fortschritt 2056. So, das ist doch mal eine Vita, die mag man gerne sehen. Definition Unternehmen. Unternehmen, okay, wir wissen, glaube ich, was ein Unternehmen ist. Unternehmen, das Substantiv, einen Verbund von Einzelpersonen auf geltendem Recht und Gesetz begründet, dessen Existenz, Befugnis und Haftbarkeit sich von denen seiner Mitglieder unterscheidet. Im geschäftlichen Sinne gehört ein Unternehmen normalerweise Anteilseignern durch den Verkauf oder die Verteilung von Aktien, die von diesem Besitz profitieren, zu festgelegten Zeitpunkten seine Leistungen wählen und Führungskräfte benennen, die sich um die Unternehmensangelegenheiten kümmern. Die meisten Unternehmen sind in einem oder mehrere Industriezweigen tätig, produzieren Waren und bieten Dienstleistungen an und können ihrerseits andere Unternehmen, Firmen oder Eigentum als Holdinggesellschaften besitzen. So, so.
willkommen bei FAS, das hatten wir doch, glaube ich, gerade. Eine Nachricht für Olin. Oh, das ist doch mal interessant. Wenn du mir dienst, leben sie. Wenn nicht. Achso, das hatten wir schon. Nichts Besonderes. Da war noch irgendwo eine Nachricht, die hatten wir noch nicht. Da ging es um irgendeinen Typen. Olins Tagebuch. Verschränkte Wellenformen. Nee, das sind sie nicht. Schade. Okay, Ted Farrells Büro ist unser nächstes Ziel. Moment. Nicht, dass ich hier irgendwo auf einen billigen Trick reinfalle und irgendwas übersehe oder so. Denn hier wird es langsam richtig interessant. Wir gucken quasi in die Vergangenheit unserer Zukunft. Also schauen wir uns doch nochmal ein bisschen kleinlicher hier um, bevor wir irgendwelche coolen Audio-Logs verlieren. Aber da sieht man es auch schon, da ist einer. Ich weiß, das muss wie ein bizarrer Kurswechsel erscheinen. Ich meine, wir sind Faro Automated Solutions. Nummer 1 in der Robotertechnik. Warum sollten wir unsere Produktion auf menschengesteuerte Fahrzeuge und Waffensysteme umstellen? Auf altmodischen Kram? Alles, was ich jetzt von Ihnen verlange, ist Vertrauen. Uns wird sich eine riesige Wachstumsmöglichkeit eröffnen, wenn wir die Produktion nach meinen Plänen komplett neu ausrichten. Ich erwarte also von jedem von Ihnen neue Prognosen zur möglichen Massenherstellung innerhalb von 36 Stunden. Sie haben also Maschinen gebaut und dann damit aufgehört, nur um andere Waffenarten zu bauen? Warum? Das klingt ja sehr beeindruckend hier. Okay, wir können hier ein paar Stockwerke hinaufklettern. Hier ist aber auch alles schon ganz schön zerfallen. Also ich muss mal sagen, dafür, dass das ein so hochtechnologisiertes Unternehmen ist, hat die Putzfrau über die Jahrhunderte definitiv nicht die richtigen Arbeiten geleistet. Vielleicht wurde hier auch einfach nur... Vielleicht ist das so ein Unternehmen, welches sich einfach totgespart hat. Nach nichts Natürlichem. So, das wäre der Weg, den wir einschlagen sollten. Das ist der Weg, den wir nicht einschlagen können. Sehr schade, denn tatsächlich bin ich nämlich echt gespannt, was für Audiologs wir hier noch finden. Liegt noch etwas. Ein Einsturz, aber ich sollte durchpassen. So, was haben wir hier? Okay. Datenpunkt. J. Friedrich. Fredkin. Hallo Empfang, falls das dein echter Name ist. Du willst wissen, wer die Indomalayen gleichzeitig mit Fresh Grounds eingeladen hat. Das war ich, der leitende VP der Verkaufsabteilung. Willst du wissen, warum? Nach dem kleinen Haarvorfall haben beide Seiten ihr Angebot um 40% erhöht. Ich werde es dir erklären, weil dein kleines Empfangshirn da vermutlich nicht mitkommt. Diese beiden Parteien kämpfen. Und was verkaufen wir? Richtig, Kampfmaschinen. Wir wollen, dass sie sich hassen. Damit sie sich gegenseitig bekämpfen. Und zwar mit was? Wieder richtig, mit Kampfmaschinen. Für die sie uns jede Menge Geld bezahlen. Also schlage ich vor, dass du weiter lächelst und Kaffee servierst. Und mich meinem sehr viel komplizierteren Job machen lässt. Besten Dank für dich, Mr. Fredkin. Sehr sympathischer Typ. Unglaublich sympathisch. Ich würde dem jetzt am liebsten für den Kommentar schon eine reinhauen. Ach, widerlich, sowas. Aber okay. Wir scheinen hier ganz gut voranzukommen. Wir werden hier quasi mit Background zu bombardiert. Und... Wow. Ey. Ich hoffe, ich komme da gleich wieder hoch. Oh, was haben wir denn da? Irgendwas ist da unten. Ein Holoprojektor. Aha. Das klingt doch gut. Sieht aus, als könnte ich hier hochklettern. Dann klettern wir doch mal. Aha, da drüben muss ich also hin. Aber ich würde auch ganz gerne einmal da runter, wenn das schon so ein Holoprojektor ist. Dann muss der ja irgendwas bedeuten. Vielleicht komme ich hier irgendwie runter. Ja, ja. Ich kann das bestimmt als Rampe benutzen, um wieder hochzukommen. Bestimmt. Also das ist zwar nicht der Weg,
Aber trotzdem gucken wir doch mal. Willkommen bei Faro Automated Solutions, wo alle Probleme von morgen schon ganz heute toll. Gelöst hier waren wir ja schon. Das ist der Raum, in dem wir den sogenannten Todbringer gefunden haben. So. Ja, das sieht doch schon eher nach dem Weg aus. Oh, oder auch nicht? Oh, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Ja, definitiv. Ich bin auch dafür, dass wir irgendwie so einen Pack. Also irgendwen dafür anleiten, dass er hier. Moment. Dass er uns hier die Waren schleppt oder die Klamotten generell schleppt. Ich sehe gerade, es gibt hier noch einen anderen Weg entlang anscheinend. Hier runter. Aha. So, da entlang. Okay, hier können wir unseren Fokus nicht nutzen. Das macht aber nichts. Ich finde, wir sind so schon auf einem sehr guten Weg. Geschafft. Ich hoffe, dass ich hier jetzt nichts vergessen habe. Nee, die Vorratskiste, alles ist gut. Wir können uns dann hier weiter bewegen. Hier wäre der Gang, aber ich möchte mich doch wieder weiterhin hier ein bisschen genauer umschauen. Dieser große Raum hier drüben sieht mir irgendwie vielversprechend aus. Aha. Was ist das denn? Ein Holoprojektor. Okay. Noch mehr Kram, den wir uns angucken können. Der ACA-3 Scarab vereint konventionelle und Informationskriegstechnologie in einem Paket. Konzipiert als Hochgeschwindigkeitsaufklärer für jedes Gelände, bietet er die... Hey. Nicht aufhören. Ich wollte das hören. Der ACA-3 Scarab vereint konventionelle und Informationskriegstechnologie in einem Paket. Konzipiert als Hochgeschwindigkeitsaufklärer für jedes Gelände, bietet er die weltweit höchste Überlebensfähigkeitsrate unter den autonomen Einheiten der Speerklasse. Vielleicht liegt es an den Notfall-Biomasse-Umwandlungssystemen des Scarab, durch die er immer wieder in seine Basis zurückfindet, selbst wenn seine Treibstoffversorgung unterbrochen wurde. Oder es liegt an seiner Fähigkeit, feindliche Roboter dem eigenen Netzwerk zu unterwerfen. Das ist echte Truppenvergrößerung. Dazu kommt der Manipulator-Greifarm, der eine Vielzahl von Funktionen erfüllt. Vom umfassenden nicht-letalen Aufruhrmanagement bis hin zu chirurgischen Reparaturen verbündeter Chariot-Modelle. Das macht den Scarab zum Arbeitstier jeder hochmodernen Friedenssicherungsflotte. Der Verderber. Feindliche Roboter dem eigenen Netzwerk unterwerfen. Klingt, als ob er so Maschinen verderben kann. Das ist echt mal eine Ansage. Was haben wir denn hier noch? Der BOR-7 Horus. Stellen Sie sich vor, dass Ihr gesamtes Einsatzökosystem von einem lernenden Hochgeschwindigkeitsmaschinennetzwerk verwaltet wird. Ob Sie Gefechtsverluste ausgleichen müssen oder eine Truppenverstärkung ansteht. Die eingebaute Produktionsfähigkeit des Horus sorgt dafür, dass Sie nie wieder auf die nächste Waffenlieferung warten müssen. Passen Sie die Truppenparameter an und der Horus stellt Zusatzeinheiten her, um die Reihen aufzufüllen. Und das zu einer erschwinglichen Lizenzgebühr pro Einheit. Zwischenzeitlich sorgen die Biomasse-Umwandlungssysteme anderer Chariot-Modelle dafür, dass der Horus mit Treibstoff versorgt und repariert wird, sodass er allzeit bereit ist. Damit verfügt er über eine höhere Betriebstoleranz als jedes Konkurrenzmodell der Titanenklasse. Das ist der große Vorteil des Horus. Immer selbstregulierend, immer bereit. Die wahrgewordene Zukunft der automatisierten Kriegsführung. Der Metallteufel. Er war also auch eine Pharaoh-Maschine. Produktionsfähigkeit. Sie konnten sich also selbst herstellen? Wie soll man sie dann jemals aufhalten? Ich glaube, langsam verstehe ich, diese Brutstätten sind sozusagen verschiedene Orte, in denen Horus unterwegs ist. Und Hades ist sozusagen der steuernde Computer hinter den ganzen Dingern. Ah. Was haben wir hier? Der FSP-5 Kopesh ist die perfekte Universallösung für ultimative Kampfkraft. Das verwendete Metamaterial bietet eine unübertroffene Rückstoßdämpfung.
sodass jedes Waffenpaket eingesetzt werden kann, das Ihrem Budget und Ihrem Konfliktlösungsprofil entspricht. Patentierte Biomasse-Umwandlungssysteme ermöglichen erweiterte Notfalleinsätze bei minimalen Umweltauswirkungen. Die multilineare Zielerfassung bietet simultane Echtzeitbedrohungsanalyse und juristische Überprüfung bei autonomen Inlandseinsätzen. Die Kontrolle kann aber auch dem neuralen Schwammnetzwerk für waffenfreie Gewaltanwendung überlassen werden. So oder so, wenn die Lage nach schwerem Gerät ruft, ist es Zeit für den Kopesch. Der Todbringer. Das war also ihr Schläger. Ultimative Kampfkraft allerdings. Ja, wir haben uns ja schon einmal mit einem zusammensetzen können. Wir waren irgendwie doch massiv, also ich war ein bisschen massiv enttäuscht, als ich den besiegt habe. Ich dachte eigentlich, dass das ein etwas chaotischerer Kampf wird, aber irgendwie so ein paar Fallschüsse und schon ist es weg. Ich glaube, die haben einfach nicht mit prähistorischen Projektilwaffen gerechnet, als sie das Ding gebaut haben, sondern eher mit Schusswaffen. Also, ja, ihr versteht, was ich meine. Es war auf jeden Fall nicht so, wie wir es erwartet haben. Aber hier gibt es so viel Information. Spirituelles Treffen. Oho. So, Paula. Die aktuellen Ergebnisse haben meine Perspektive geschärft und ich glaube, dass ich, wie auch FAS im Allgemeinen, den spirituellen Aspekt der Dinge vernachlässigt haben. Damit meine ich natürlich keine bestimmte religiöse Ausrichtung, sondern eher Übergeordnetes, wie das Nachdenken über unsere gemeinsamen Werte, Hoffnung und Erwartung für das Leben nach dem Tod. Ich möchte, dass du dich mit Religionsführern jeder Couleur in Verbindung setzt und bald eine Konferenz anberaumst. Sehr bald. Ich mache mir später noch einmal genauere Tagesordnung Gedanken. Lass uns erstmal die Fühler ausstrecken und feststellen, wer an Bord ist. Es soll groß werden, keine Verrückten, aber jeder mit einer einigermaßen vernünftigen Anhängerschaft. Und es darf luxuriös sein. Machen wir klar, dass wir keine Kosten und Mühen scheuen. Danke, Ted. Kennt ihr Ted? Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Nee, das wollen wir natürlich nicht. Du behältst alles genau da, wo du es gerade hast. Vielleicht kann ich hier ja schon nochmal ein paar Sachen bauen. Dann haben wir vielleicht nochmal ein bisschen... Hoppla. Haben wir vielleicht nochmal ein bisschen... Na. Nee. Material, was ich wieder nehmen kann. Naja, doch, ein bisschen hatte ich. So. Auf in den nächsten Raum. Ein Konferenzraum. Natürlich werden wir hier keine Informationen finden, weil die Obrigkeit natürlich sicherlich ihre Datensätze gelöscht haben. Wie soll es auch anders sein? Was haben wir denn hier? Eine Sprachmemo? Nee, wir haben hier ein FAS-Betriebsgeländeprotokoll. Das sagt, Warnung, hohe Priorität, automatisierte Protokollnotiz, alle nicht lebensnotwendigen Systeme sind im Ruhestand. Warnung, hohe Priorität, vollständige Abriegelung wurde eingeleitet. Warnung, hohe Priorität, wegen der steigenden Zahl gewalttätiger Proteste auf dem Betriebsgelände kann die Sicherheit der FAS-Mitarbeiter nicht länger garantiert werden. Darum haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, diese Anlage für unbegrenzte Zeit zu schließen. Das Personal wird blockweise über die korrekten Archivierungs- und oder Vernichtungsverfahren über projektbezogene Daten und Materialien informiert. Der Sicherheitsdienst und ein Krisenteam werden dann eine Endkontrolle durchführen, bevor alle Bereiche abgeriegelt werden. Warnung, hohe Priorität. Dringende Mitteilungen an das Personal in Block E und F. Betrachten Sie die aktuelle Abriegelungssituation als Übung, aber versuchen Sie nicht, die Luken zu öffnen oder die Gebäude anderweitig zu verlassen. Wann hohe Priorität? Erinnerungsmeldung. Solange der Sicherheitsdienst in der aktuellen misslichen Lage für den Schutz der Mitarbeiter zuständig ist, müssen persönliche Waffen beim Identity-Scan abgegeben werden. Weitere öffentliche Zufahrtsstraßen zum Betriebsgelände wurden gesperrt, um die Wartezeit an den äußeren Sicherheitsabsperrungen zu verkürzen. Der Sicherheitsdienst erinnert nochmals alle Mitarbeiter daran, dass der Öffentlichkeit der Zutritt zum Betriebsgelände untersagt ist. Aufgrund der jüngsten Sicherheitsprobleme auf dem Betriebsgelände werden alle Mitarbeiter darauf hingewiesen, dass der Identity-Scan und das ständige sichtbare Tragen des Sicherheitsausweises für die Bildanalyse obligatorisch sind.
In Anbetracht der jüngsten terroristischen Anschläge auf dem Schnelltransitsystem bietet der Sicherheitsdienst jetzt ein Big Brother-Programm zur Begleitung des Personals zum Betriebsgelände an. Sie werden hiermit aufgefordert, sich für dieses Programm einzuschreiben. Puh. Die Menschen waren also wütend auf Pharaoh, auf das Unternehmen. Sie haben ihm an irgendetwas die Schuld gegeben. An etwas Schlimmem. Naja, ich würde mal sagen, da ist wohl ein einziges Unternehmen verantwortlich für so etwas wie den Dritten Weltkrieg und den Untergang der Menschheit. Wupp, wupp, wir sind sehr stolz auf dieses Unternehmen. Okay, wir scheinen hier nichts weiter zu haben. Dann wollen wir mal in das Büro reingehen. Achso, wir sind noch gar nicht im Büro. Scheint der Weg hinauf zu sein. Oder was davon übrig ist. So, wir klettern hier einfach hinauf den Schacht entlang. Okay, das war hier ja wohl eindeutig, aber eindeutig mal ein Fahrstuhlschacht. Da oben geht es irgendwie lang. Aha, hier. Es wird ein weiter Weg nach oben. Oh. Du hast überall gefrorenes Metall. Dr. Rubik macht es mir nicht leicht. Keineswegs. Aber das Gute ist, wir haben hier zumindest erstmal keine weiteren Gegner. Das macht uns die Sache ein bisschen einfacher. Wenn Pflanzen sich hier oben festhalten können, werde ich es wohl auch schaffen. Ganz sicher. Ich vertraue dir. Außerdem hast du ja das Klettern sehr gut gelernt. Moment. Ist hier irgendwie... Also wir können hier noch weiter hoch. Scheinbar. Ja, das wäre der eigentliche Gang. Oder der eigentliche Weg. Oh weia. Es muss ja richtig kalt sein, wenn selbst eine Nora schon anfängt, hier rum zu schluchzen, dass es kalt wäre. Okay. Ein unglaublich guter Jump. Ich hab Gänsehaut. Komm schon, Aloy. So kalt ist es gar nicht. Genau, ganz deiner Meinung. Hier ist es eigentlich tropisch warm und gemütlich. Vielleicht hat auch einfach nur jemand den Kühlschrank offen gelassen. Okay. Mehrere Wege führen nach Rom anscheinend. Ah, was haben wir denn da? Eine Krise. Ups. Ach, verdammt. Notizbuch. Gucken wir nochmal. Eine Krise, die anfing, als sie nicht autorisierte Angriffsoperationen gegen Roboter und Mitarbeiter des Harz Timor Energiekonzerns starteten. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass diese Krise übertrieben wurde. Wurde sie leider nicht. Die Friedenswächter haben nicht auf Rückzugkurs reagiert und... Alles deutet darauf hin, dass sie sich gerade rasant replizieren. Ich kann Ihnen versprechen, und ich gebe hier mein Ehrenwort, dass ich bereits alle verfügbaren Ressourcen eingesetzt habe, um dieses Problem schnell zu lösen. In den nächsten Tagen oder Wochen übles Gerede über das Unternehmen. Denken Sie daran, dass wir diese Krise überwinden. Es wird vorbei sein. Wächter. So haben sie ihre Maschinen genannt? Sie wurden doch für den Krieg gebaut, nicht für den Frieden. Das ist absolut richtig. Und ich stelle mir ernsthaft die Frage, ob wir nicht noch, also einerseits noch ein ganzes Stück weiter nach oben müssen und andererseits, ob wir hier auch wirklich richtig sind. Kein Platz. Aber... Okay, wir können schon mal ganz schön weit überblicken, was hier abgeht. Wir können hier auch hochwandern noch. Ah, das ist so ein ätzender Weg, der in zwei Richtungen gegangen ist. Oh ja, ich glaube... ich wollte schon sagen, ich glaube, das ist hier ein bisschen kritisch. Aber nee, wir können hier lang und dann hier und hopp. Ich glaube, wir haben den schwierigen Weg genommen.
geht's denn hier jetzt weiter? Irgendwo hier muss es nochmal einen Weg geben. Aha, da ist er. Scanne ich nochmal ein bisschen, weil ich ganz gerne wissen möchte, ob wir hier nicht zufällig irgendwo wieder irgendwas vergessen oder so oder übersehen. Mal kurz hier rüber jumpen. Hier war nämlich, hier ist eine Vorratskiste. Sehr gut. Ich sollte aufpassen, wo ich hier durch die Gegend rolle. Ah, das sieht doch auch schon sehr vielversprechend wieder aus. Na gut. Einmal mal ein schneller Jump. Hup. Ach, das war knapp. Ah, wir sind auch bei weitem nicht oben angekommen. Ich hoffe, man hat von oben zumindest einen guten Blick. Dann hat sich der gesamte Weg hier auch gelohnt. Und nicht nur das, ich hoffe auch, dass wir hier noch ein paar mehr von diesen Audio-Logs finden. Oder generell von den Logs, denn das ist unheimlich spannend, was hier gerade abgeht oder generell abgegangen ist. Was haben wir denn hier? Noch eine Vorratskiste. So viel zum Thema leichtes Gepäck. So ein bisschen habe ich das Gefühl, oh, hier wäre auch ein Weg gewesen. Vermutlich etwas einfacherer. Oder eher schnellerer. Wir sind ziemlich weit oben gerade. Oh, aufpassen. Was, haben wir hier unten noch irgendwas? Nee, ich sehe hier nichts. Dann gehen wir mal lieber hier entlang. Und hier. Vor allem, ich glaube, wir müssen irgendwie in den 37. Stock oder irgendwie sowas. Und haben noch einiges an Weg vor uns. Und es sieht mir hier jetzt gerade nicht nach einer sehr actionreichen Passage aus. Tatsächlich, weil wir hier eher mit sehr, sehr viel Background zugeschmissen werden. Und deswegen will ich auch nicht hier blind durch die Gegend gehen und nehme mir lieber noch ein bisschen mehr Zeit an der Stelle. Wie riesig dieses Gebäude sein muss. Und ich stelle mir gerade echt die Frage, warum wir das bisher noch nicht so richtig gesehen haben. Oder haben wir das gesehen und ich habe dem keine Beachtung geschenkt oder so. Das kann ja auch möglich sein. Irgendwas ist hier drüben. Okay, das ist nicht für uns. Oh weia. Ah, okay. Hoch da. Da ist die Vorratskiste, die wir gerade eben gesehen haben. Vielleicht finden wir hier auch... Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Mal ein bisschen Spaß oder Kram, den wir dann auch weiterverwerten können. Ah, hier haben wir endlich mal wieder ein bisschen Stuff. So, der Bandersee-Vorfall. Von Bob. Nein, Stacy Anders. Stacy Anders schrieb... Bob! Unser Riesenhaufen Probleme wächst weiter. Anscheinend hat ein Fischer in der Bandersee ein Video von einem Hard-Timor-Horus-Einheit aufgenommen, die sich per Biomasseumwandlung an der Küste von Palau Weta auftankt und dazu ausgerechnet eine Herde gefährlicher Delfine benutzt. Achso, gefährdeter Delfine benutzt. Vermutlich die letzten ihrer Art. Ich will nicht ins Detail gehen, aber es sieht aus wie das, was in einem Mixer passiert. Als ob der Roboter sich einen schaumigen, rosafarbenen Milchshake aus Delfinmatsch macht. Unser Unterdrückungsteam hat das Video aus 43 Netzwerken entfernt, aber es wird immer noch verbreitet und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es viral wird. Eine vorformulierte Stellungnahme erscheint mir absolut unzureichend. Irgendwelche Vorschläge, das könnte echt haarig werden. Okay, wir bewegen uns hier quasi einmal entlang der letzten Minuten dieses doch so wundervollen Konzerns. Der natürlich Wachstum über alles gestellt hat. Ein Weg nach oben. Und man braucht nur ein paar Griffe. Kleinen Moment.
vielleicht ist hier irgendwie noch irgendwas. Natürlich nicht. Wir sollten auch. Na dann, nach oben. Ja. Okay, geschafft. Was hier wohl zu finden ist. Das ist aber ein großes Büro. Sehr geräumig. Oh, jetzt sehe ich das Büro erst. Gucken wir uns mal die Vorratskiste an. So, aber auch wieder mal, wir haben die Zeit erreicht, was genau dieses Büro auf uns warten wird. Das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Für die Leute im Stream nur ein paar Sekunden später.